Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch. Heute habe ich einen Gast, der erstens sehr spontan zugesagt hat, dem ich zweitens schon ewig folge, den ich drittens total schätze und über den ich mich viertens sehr freue. Hallo Philipp Steuer. Hallo, Herr Müller. Philipp, für all die, die dich jetzt nicht kennen, so viele werden es nicht sein, stell dich bitte ganz, ganz kurz vor. Ich heiße Philipp Steuer, ich mache viele Dinge im Internet. Ich bin viel im Bereich Social Media unterwegs, versuche viel, bin auf YouTube sehr aktiv, Google Plus User der ersten Stunde, habe für Google gearbeitet, dann bin ich in die Video-Webbranche eingetaucht, bei Mediakraft gearbeitet, also viel, viel drum gemacht und immer halt eben irgendwie versucht, so die neuen Netzwerke, die mittlerweile jetzt schon ziemlich alt wirken oder aber eben auch die neueren wie Snapchat, besser kennenzulernen und aber eben nicht nur kennenzulernen, sondern selbst auch zu versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und unterm Strich kann man das ganz gut zusammenfassen. Ich liebe gute Geschichten. Ja, und die erzählst du vor allem auch immer sehr gut. Das finde ich immer so extrem spannend. Deswegen folge ich dir, glaube ich, auch auf allen Kanälen, die ich finden kann von dir, und finde sie so inspirierend. Du hast gerade von Snapchat erwähnt. Deswegen habe ich dich heute auch eingeladen. Du hast gestern, glaube ich, auf Medium einen Artikel geschrieben, dass du dein neues Snapchat-Buch nächste Woche kostenlos veröffentlichen wirst. Genau. Warum ein Buch über Snapchat? Ganz simpel eigentlich. Es ist jetzt ein bisschen so, glaube ich, von meiner Vergangenheit von Google Plus hält das ein bisschen her. Denn letztendlich Snapchat selber habe ich schon so 2 Jahre ungefähr im Blick. So am Anfang habe ich überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was ich damit anfangen soll, was ich damit machen soll. Und über die Zeit so, wo dann auch die Stories kamen, habe ich gemerkt, so krass, da kann man einfach ganz anders Geschichten erzählen, ohne diese, also so, es ist halt noch viel, viel näher dran als da zum Beispiel YouTube, wo ich auch jetzt seit 2 Jahren viel, viel mache. Und das fand ich super spannend, habe es dann eben auch genutzt und habe dann auch gesehen, okay, Amerika schon lange angekommen. Dann habe ich einen Agenturkollegen, der wohnt in London, arbeitet aber in Köln, auch ein geiler Arbeitsweg. Der sagt auch, wenn er da ist, so, jo, das nutzen halt auch alle. Und dann habe ich so langsam, aber sicher, fing es dann eben an bei den deutschen YouTubern, dass die Snapchat genutzt haben und dann eben ihre Fans das sozusagen auch adaptiert haben. Und dann kam man relativ schnell auf gute Reichweiten. Dann habe ich gesagt, okay, das ist sehr, sehr spannend. Aber je mehr ich mit anderen Leuten darüber sprach, außer den Hardcore-Medienleuten hier in Deutschland, so wie zum Beispiel so ein Richard Gutjahr, der das so direkt adaptiert und direkt auf Reise mit Fine geht, und um das auszutesten und das sehr gut macht, habe ich ja halt gemerkt, dass viele eigentlich Interesse haben, aber die App selber halt so scheiße erklärt ist. Ne, mittlerweile haben sie schon ein paar Sachen nachgelegt, so hier findest du das, aber so, du wirst halt einfach reingeworfen, das ist echt frustrierend am Anfang. Und selbst für mich, so ich eigentlich viel ausprobiere, ich habe am Anfang überhaupt nicht gecheckt, wie es läuft. Und dann habe ich eben auch geschaut, okay, wie reagieren zum Beispiel engere Freunde oder zum Beispiel auch meine Frau, die auch sehr, sehr aktiv ist, was Social Media angeht, auch die hatte dann die Schwierigkeiten. Dann habe ich gesagt, okay, fängst du erstmal an, selbst Artikel darüber zu schreiben. Ich habe so einen Snapchat-Guide geschrieben, der auf meiner Webseite ist. Und dann plötzlich sage ich, okay, wir rufen immer viel, viel mehr Leute auf. Also wirklich, es ist einer das ist mein meistgelesener Artikel auf meinem Blog. Jetzt 100.000 Views hat das Ding mittlerweile. Und es war dann irgendwann, ich sage, okay, das Ding aber selber deckt es nicht ab. Und so einen langen Blogpost zu schreiben, also der wirklich, keine Ahnung, 85 DIN A4 Seiten umfasst, bringt nichts. Da muss ich das wie die Zeit machen. Klicke auf Seite 11, 12, 13, hatte ich auch keine Lust drauf. Dann habe ich hingesetzt, okay, fasse ich einfach mal alles zusammen, was ich weiß oder was ich in Erfahrung bringen möchte, führe noch ein paar Gespräche mit größeren Seiten wie vom FC Bayern oder auch den Sean Duras, der weltbekannteste Snapchat ist, der hat mir auch geantwortet, direkt innerhalb von einem halben Tag hat er mir über Snapchat zurückgeschrieben, obwohl wir uns nicht kannten, was ich auch ziemlich stark fand. Und das habe ich alles zusammengepackt, Layout drüber geschmissen und möchte es sozusagen rausbringen, um einfach so das Wissen darüber, ja, zu verbreiten, damit vielleicht ich auch anderen helfe, so ein bisschen Zeit zu sparen, indem sie nicht alles jetzt selbst rausfinden müssen, sondern einfach sagen, okay, das läuft so und so, coole Ansätze, probieren wir jetzt auch zu nutzen, weil, ne, man hat auch schon wirklich jetzt gesehen, so was Journalisten in Deutschland schon gemacht haben, wo sie zum Beispiel das eine in Molenbeek, diese Belgien-Reportage war super, aber auch so die Flüchtlings, also man kann wirklich super Geschichten erzählen und das finde ich halt spannend. Ja, also was ich da auch spannend dran finde, ich meine, viele deutsche Unternehmen haben das Problem, das wirst du auch kennen, die Aussage mit, aber da ist der Content ja gleich wieder weg. Die Flüchtigkeit, dass das auch ein großer Vorteil ist und dass man den ja auch, wenn man das möchte, sichern und entsprechend weiter nutzen kann, haben die irgendwie nicht auf dem Schirm. Nee, das ist ja oftmals immer noch so das Denken, vor allem hier in Deutschland so, ich erstelle einen Artikel, hau den einfach gleich so, wie das ist, auf alle Netzwerke raus. Das ist leider nach wie vor immer noch so. Und dann ist natürlich so ein Snapchat-Ding, sagen sie auch so, ja, aber dann kann das ja gar keiner sehen für ewig. Sie verstehen aber nicht, dass da gerade der Reiz drin liegt und die Nutzer immer mehr darüber ausgehen, jetzt eher so diesen Jetzt-Moment
zu zelebrieren, sich die Erinnerungen selber irgendwie dazu zu generieren, die man dann behält, so wenn man sowas sieht, was vielleicht nicht jeder sehen konnte. Und dieser Jetzt-Moment, finde ich, hat sich auch super gezeigt, jetzt auch diese Pfütze in England, wo plötzlich 20.000 Leute per Periscope sich eine Pfütze angesehen haben. Natürlich kann man diesen Stream am Ende jetzt auch wieder sehen, aber dieses Jetzt-Moment, man weiß ja nicht, was passiert gerade, und das ist, glaube ich, einfach so der Fokus, und dadurch ist man natürlich auch näher, finde ich, nochmal so ein Stück weit auch am Zuschauer, User, Kunden, wie man immer es auch nennen möchte, dran. Weil man aber nicht auch so diese Gefahr eben im Hinterkopf hat, so, ja, aber wenn ich jetzt nicht das irgendwie verhaue oder nicht gut aufsehe, dann ist drauf aussehe, dann ist es irgendwie 3 Jahre im Internet zu finden. Nein, so, das macht es wiederum auch ein bisschen entspannter. Auf jeden Fall. Und es ist halt auch vor allem dieses Echte. Also ich finde, Snapchat ist halt extrem geil, um wirklich echte Gespräche zu führen und das halt direkt zu tun. Und definitiv. Die Plattformen halt irgendwie zu senden und dann zu hoffen, dass es zurückkommt. Ja, definitiv. Und ich meine, dadurch, dass ich halt auch so das ganze YouTube-Ding irgendwie mitmache, so weiß ich halt. So, YouTube, ne, wirkt zwar vor allem auch für die Jüngeren immer super authentisch, ist aber alles andere als authentisch. So, das ist alles genau in Szene gesetzt. Da wird wenig dem Zufall überlassen. Und Snapchanking kannst du wenig faken. Also das ist halt, das ist einfach so der tolle Ansatz dann, dass man sagt, man ist nah dran menschlich. So weg von diesem komplett Perfekten. Auf jeden Fall. Und das machst du aber was ich extrem cool finde, was ich extrem wichtig finde, und zwar, du haust dein Snapchat-Buch kostenlos raus. Jetzt korrigiere ich, da steckt ja doch ein bisschen Arbeit drin, um es ja ganz freundlich zu sagen. Warum tust du das? Ja, also ich glaube, so arbeitstechnisch reden wir so von einem Zeitraum von 2 Monaten, wo ich aber nicht jeden Tag dran saß, sondern eher abends oder am Wochenende mir dann die Zeit genommen habe, da zu schreiben. Dadurch, dass ich auch den Snap-Guide schon so als Grobgrundlage hatte. Ich muss das aber trotzdem als umformulieren, die Grafiken, das ist alles doch Arbeit gewesen. Ich haue es deshalb bewusst, es wird auch eine englische Variante geben, die dann wahrscheinlich auch bei Amazon im E-Book-Store landen wird, weil aber da auch, also es ist auch so mein Plan, dafür dann tatsächlich für die englische Variante das Geld zu nehmen, einfach weil der Markt in Amerika viel, viel weiter ist, oder brauchst du nicht diese Starthilfe geben, aber vor allen Dingen für Deutschland selber, wo wir alle, ne, teilweise habe ich das Gefühl, die Leute sitzen in ihren Höhlen und schauen begeistert auf ihr erstes Smartphone, ist für mich einfach, dass ich mir, okay, die Prinzip da alles da, aber bevor ich das nicht an, dass die Aufgaben, was auch noch nervbar wäre, nehme ich es einfach komplett weg, mache es komplett kostenlos, einfach aus demselben Grund, dass keiner mehr sagt, okay, er hätte einen Grund, es sich nicht anzusehen, wenn da ein gewisses Grundinteresse geht, weil die Geldschwelle wegfällt. Und zum anderen kann ich dafür aber auch einfach sorgen, dass dadurch, dass es kostenlos ist, so meinen auch meine jüngeren Zuschauer, aber eben auch alle anderen das Ding nutzen können, sich eben Wissen ansammeln können, um dann eben gestärkt reinzugehen und hoffentlich dann selber auch vielleicht neue Denkanstöße für ihre, nicht nur für Snapchat, vielleicht auch für andere Sachen zu finden, und dann eben selbst Wissen zu haben, um nicht sich vielleicht so, und das ist halt so von mir so eine Mission, die ich seit letztem Jahr irgendwie angetreten habe, wo ich einen Artikel geschrieben hatte, der hieß, liebe Social Media Experten, ihr habt es versaut, weil es gibt ja leider, ne, das ist wie bei Tätowierern auch, jeder kann sich so nennen, ohne dass man irgendwie was geleistet haben muss, ich finde, es gibt nach wie vor immer noch ziemlich viele Menschen, die ziemlich viel Geld dafür bekommen, dass sie eigentlich nichts leisten und Leuten Sachen anbieten, die überhaupt nicht für die Leute relevant sind. So, ich meine, ich komme halt aus einer Handwerksfamilie, deshalb habe ich da nochmal so einen geerdeten Ansatz. Wenn zum Beispiel jetzt einer käme, meinem Vater, der als Dachdeckermeister, sagen würde, yo, gib mal 10.000 im Monat für eine Twitter-Kampagne oder so aus, ne? Das ist Quatsch, so, ne? Selbst, also der müsste halt anfangen bei Facebook. Und wenn Facebook schon nicht läuft, dann macht Twitter für ihn wahrscheinlich noch weniger Sinn. Und aber dann gibt es eben Leute, die sagen, okay, das ist uns egal, diese Bedenken werfen wir weg, wir wollen das Geld. Und da habe ich auch ewig immer mich so ein bisschen vorgesträubt, sagen, okay, dann will ich eigentlich gar nichts mit dieser Szene zu tun haben, weil mich das so ein bisschen aufregt. Aber dann irgendwann, weiß ich nicht, noch mal durch den Sascha Pallenberg habe ich da ein bisschen angefangen anzudenken, weil der hat sich ja auch aufgeregt gehabt, dass es so News-Klitschen gibt, die einfach immer schon iPhone-Test, neuen Testbericht schreiben, obwohl das erst noch gar nicht da ist. Er hat dann selber gesagt, okay, da muss man trotzdem dagegen vorgehen und selber versuchen, einen anderen Ansatz zu wählen. Und das letztendlich hat mir dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, dann gehe ich auch einen anderen Ansatz und hau einfach den Content umsonst raus. Das Finanzielle kann ich wegstecken, so. Die Arbeit habe ich trotzdem gern gemacht. Ich habe ja auch was dazu gelernt. Und so können vielleicht alle davon irgendwie teilhaben und sich sowas lernen, um eben dann so Experten direkt in den Wind aus dem Segeln zu nehmen, wo es einfach heißt, hey, was willst du eigentlich von mir? Ja, und zwar völlig zu Recht. Wenn das Buch rauskommt, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen und werde da sicher auch den anderen Tipp rausholen. Eine Frage noch zum Abschluss vielleicht an dich. Snapchat steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen so ein bisschen. Ja.
Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, Leute, probiert das Zeug einfach mal aus, benutzt es. Ich meine, Richard Gutier hat vor kurzem im Interview auch gesagt, wir müssen snappen, was das Zeug hat, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und da hat er halt recht. Das Ding erschließt sich nur durchs Tun. Richtig. Wie würdest du die klassisch stolze Skepsis entkräften, die sagt, ja, aber die Zeit kann ich da gar nicht investieren, das lohnt sich für mich ja nicht? Das lohnt sich schon alleine, selbst wenn man sagt, also man muss ja mal schauen, inwiefern lohnt es sich. Lohnt es sich dahingehend, dass man sagt, okay, ich verkaufe dadurch 10.000 Autos, weil ich ein Autohändler bin? Unwahrscheinlich. Ja. Aber wo Snapchat super ist, dadurch, dass man relativ begrenzte Möglichkeiten hat, Geschichten zu erzählen. Man hat zwar eine Video-Fotofunktion, man kann was beschriften, Smileys einsetzen, aber das ist nicht, du hast nicht die Bandbreite wie bei einer Videoproduktion. Dadurch musst du einfacher denken, dadurch wirst du aber auch wiederum kreativer, weil du dann eben überlegen musst, okay, wie erzähle ich das jetzt eigentlich mit den Mitteln, die ich habe? Das regt wiederum komplett die Kreativität an. Ich habe jetzt auch schon, wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel auch Umfragen oder so, ne, dass du sagen kannst, okay, ihr könnt per Screenshot abstimmen, weil der Screenshot wird mehr angezeigt. Also wie viele einen Screenshot gemacht haben. So Sachen, die beflügeln die komplette Kreativität, was aber auch die anderen Plattformen alles angeht, so dass es wirklich, wirklich eine schöne Geschichte ist, um nochmal ein bisschen aus diesem Trott rauszukommen. So, ja, klick hier, wenn dir das gefällt, klick like, share das. So was halt sich so einetabliert hat. Snapchat bringt nochmal frischen Wind rein und deshalb ausprobieren kostet gar nichts und man verliert auch nichts. Denn wenn man das ausprobiert, wird man was dazulernen, heißt, man hat sogar am Ende irgendwie einen Gewinn. Egal, ob der jetzt monetär ist oder wissenstechnisch. Und selbst wenn man Snapchat nur nutzt, um eben so größeren Snapchattern zu folgen oder zu schauen, was bei den Live-Stories passiert. Es gibt Live-Stories, die kennst du ja sicher auch, wenn dann zum Beispiel aus Städten ein Tag aus einer Stadt berichtet wird. Ich bin großer Asien-Fan, habe mich super über die Tokio-Story gefreut, weil ich da auch Eindrücke bekommen habe, die ich damals selbst so nicht gesehen habe, wo ich da war. Das ist wirklich ein schönes, schönes Medium zu sagen, ich lasse mich mal auf eine ganz andere Art und Weise beschallen. Und hat einfach den riesen Vorteil, dass die Aufmerksamkeit da ist, weil Twitter, Facebook scrolle ich den ganzen Tag durch meinen Stream. Bei Snapchat gehe ich natürlich selber nochmal aktiv auf die einzelnen Sachen drauf. Ich gehe bewusst drauf. Klar, ob ich am Ende jetzt durchtippe, kann keiner feststellen, aber trotzdem habe ich einen ganz anderen Ansatz. Und diese ganzen Sachen, finde ich, machen das Ganze wirklich spannend und deshalb stimme ich dir da vollkommen zu sagen, probiert es mal aus. Geht über diese Anfangsskepsis hinweg und versucht es mal, nicht nur einen Tag, sondern eine Woche. Und dann könnt ihr immer noch schauen, ob das was für euch ist oder nicht. Denn um das Ganze vielleicht gerade zu schließen, ohne dir die Zeit klauen zu wollen, dass mein Ansatz auch irgendwie ist, ich sage immer, auch wenn ich mit Leuten spreche, die irgendwie so in dem Bereich aktiv werden wollen, egal jetzt ob Snapchat, Twitter oder Facebook, sage ich immer, geht dahin, wo ihr die Aufmerksamkeit bekommt. Und bei mir war es damals Google Plus. Und deshalb fand ich, Google Plus hat für mich damals sich komplett ausgezahlt und fand ich super. Weil einfach die Leute, die ich erreichen wollte, habe ich dort erreichen können. Und dadurch hat sich vieles andere ergeben. Und einfach mal wirklich versuchen und mögliche Vorbehalte weglassen. Das kann ich eigentlich echt nur jedem mit auf den Weg geben. Ja, wunderbares Schlusswort. Bin ich unterscheidet zu 100% auf jeden Fall. Ganz zum Abschluss sage ich noch danke, Philipp, für deine Zeit und euch, liebe Zuschauer, für die Aufmerksamkeit. Als letztes Wort hast du, Philipp, und zwar, wo findet man dich und wo findet man das Buch dann? Man findet mich eigentlich in allen Netzwerken, wenn man nach Philipp Steuer wie Finanzamt sucht. 1L, 2P bei Philipp, die 2P ist bitte am Ende. Und das Buch heißt Snap Me If You Can und einfach snapmeifyoucan.net und dort findet man alle Informationen zum Buch. Perfekt, danke und ciao zusammen. Ciao.